Extra 3 Spezial. Heute kein Zurück für Müllwagen. Fahren ohne Fahrgäste im Sylt-Shuttle Plus. Und Fuchswanderung trotz ausgefuchster Fuchssperre. Jetzt. Der reale Irrsinn XXL. Guten Abend. Hallo zusammen. Grüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie ganz herzlich hier in Hamburg. Herzlich willkommen zum realen Irrsinn XXL. Mein Name ist Barbara Ruscha und ich präsentiere Ihnen heute den ganz normalen Wahnsinn, den wir tagtäglich erleben. Nämlich alle 7 Geschichten, die Sie gleich zu sehen bekommen, sind tatsächlich genau so passiert. Da ist nichts ausgedacht, nur die Reihenfolge. Da haben sich psychopathische, festangestellte Satire-Redakteure bei der letzten Weihnachtsfeier überlegt, wir beginnen mit Platz 7. Oh, bitte. Und da möchte ich Sie gleich mal was fragen. Sie hier vorne zum Beispiel, die Dame mit den blonden langen Haaren. Wissen Sie, was der blaue Enzian, der Schauinsland und das Nebelhorn gemeinsam haben? Nein, das waren alles mal Namen für Züge. Sexy klingt das nicht, oder? Deshalb heißen die Züge jetzt zum Beispiel Sylt Shuttle Plus. Wow, das klingt nach Technik, Geschwindigkeit, Weltraum. Nach dem Motto, wir waren auf dem Mond, dann schaffen wir es auch nach Sylt. Gott verdammt! Und das ist nicht so viel versprochen, denn jetzt geht es gleich um eine neue Zugverbindung zwischen Bredstedt und Sylt. Eine ganz besondere touristische Attraktion. Unsere Autorin Michaela Berbner ist mitgefahren mit dem Sylt Shuttle Plus. Hier in Bredstedt, einem außerhalb Nordfrieslands bislang unbekannten Ort, startet direkt bei den Zügen der Sylt Shuttle Plus. Ein neuartiger Zug, mit dem die Deutsche Bahn die Beziehung zu ihren Fahrgästen in eine andere Dimension überführt. Es geht um die begehrte Autozugverbindung zwischen Niebel und Westerland auf Sylt. Um einen Konkurrenten von den Gleisen fernzuhalten, kam die Bahn auf eine tolle Idee. Wie heißt es so schön? Wettbewerb macht kreativ. Denn wer die längere Streckenverbindung anbieten kann, der darf häufiger fahren, entscheidet die Bundesnetzagentur. Deshalb startet die Deutsche Bahn in Bredstedt, nimmt einen alten Personenwagen, hängt ihn in Niebel einfach an den Autozug dran und blockiert so lange die Gleise, bis die Konkurrenz die Lust verliert. Der Bürgermeister von Bredstedt weiß das brandneue Angebot noch nicht so richtig zu schätzen. Wir haben mehrere Bredstedter Firmen, die in großer Zahl mit ihren Mitarbeitern auf die Insel pendeln. Und von diesen Mitarbeitern hat keiner diesen Zug je benutzt. Tatsächlich, der Sylt Shuttle Plus ist leer. Dabei wissen die Bahnkunden gar nicht, was ihnen entgeht. Wir werden ja auch Besonderheiten hier anbieten, es ist ein Fernverkehrsticket gültig und natürlich eine Sitzplatzreservierung. Also das ist, denke ich, eine ganz attraktive Geschichte. Mit der Sitzplatzreservierung würde man dann auch im leeren Wagen auf alle Fälle einen Fensterplatz bekommen. Toll. Und schon geht es nach Niebel, wo der leere Personenwagen erst in den Bahnhof einfährt, damit Fahrgäste ein- und aussteigen können. Theoretisch. Danach wird der leere Personenzug an den Autozug angekoppelt. Fertig ist der Sylt Shuttle Plus. Ja, wir nennen den Geisterzug, weil da nicht einer dran sitzt. Dabei gäbe es so viel zu erleben. Wenn man nämlich im leeren Sylt Shuttle Plus auf die Insel gefahren ist, wird es erst richtig spannend. Der Zug ist nämlich leider zu lang für den Bahnhof. Also wird der Passagierteil flugs abgekoppelt, fährt bis zur nächsten Weiche zurück, dann wieder vorwärts und nochmal in den Bahnhof rein. Hier könnten Passagiere aus- und einsteigen, theoretisch. Und schon beginnt die Rückfahrt. Erstmal bis zur Weiche. Neuer Autozug wird angekoppelt und alles zusammen zurück zum Autoterminal. Der Bürgervorsteher von Sylt ist begeistert. Ja, ich würde das als Abenteuerurlaub bezeichnen. Abenteuerurlaub zu Fernverkehrspreisen. Von Westerland nach Bredstedt und wenn ich will, auch wieder zurück. Wer da Spaß dran hat, der soll's machen. Es ist schon fast lächerlich.
Die Fahrt dauert fast doppelt so lang wie mit dem Nahverkehrszug und ist auch noch teurer. Die Bahn ist stolz. Wettbewerb macht kreativ. Man muss natürlich sagen, Verlängerung ist nicht immer sinnvoll. Ich zum Beispiel kriege als Frau immer diese Spam-Mails über Verlängerung von Körperteilen, die ich gar nicht habe. Und dann soll ich Pillen nehmen, um diese Körperteile zu verlängern, die ich ja gar nicht habe. Was für ein Quatsch. Ich meine, Donald Trump, der nimmt ja auch keine Kopfschmerztabletten. Gut, vom Finanziellen her wäre es kein Problem, das alles zu bestellen, weil mir hat da jetzt ein sehr seriöser Geschäftsmann ein interessantes Angebot gemacht. Ich lese mal vor. Haben Sie schlechte Kredithaben oder Sie brauchen Geld, um Ihre Rechnungen zu bezahlen sind? Wir möchten Sie warten auf die gefüllten Darlehen-Antragsformular, damit wir die Berechnung zu tun und starten Sie die Kreditbearbeitung zur Genehmigung vor. Ich muss sagen, ich habe ein gutes Gefühl. Ich sag nur eins, morgen ab 12 Uhr wird zurückgespammt. Ja, das kann ich, zurückspammen. Ich kann auch rückwärts fahren, als Frau, im Auto. Ja, ganz anders als die Dienstleister im Film Nummer 6. In Schwellen kommt heute die Müllabfuhr. Auch die Anwohner im Steinhauser Weg stellen ihre Tonnen raus. Nur ist ihr Weg jetzt ein klein bisschen länger als früher. Genau genommen ist er rund 100 Meter länger. Denn bis Ende 2015 fuhren die Müllwagen rückwärts in die Straßen, bis direkt vor die Häuser. Das ist nun verboten. Das ist katastrophal in meinen Augen, weil das jahrzehntelang ruhig lief. Es wurde regelmäßig abgeholt, es gab niemals Probleme und plötzlich soll alles sich ändern. Ja, denn die technischen Betriebe Schwelm, die den Müll einsammeln, wenden seit Januar eine Vorschrift strikt an, die besagt, dass ein gefahrloses Rückwärtsfahren auf Dauer nicht möglich ist. Ganz nach dem Motto: Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Auch wenn es hier 92 Jahre gut ging mit dem Rückwärtsfahren, jetzt ist Schluss damit. Viel zu gefährlich. Dieses Fahrzeug ist ein Monster. Das ist 12,5 Meter lang, das ist 2,60 Meter breit. Was ist das Fahrzeug? Monster. Und Sie haben gesehen, wie eng es da teilweise zugeht. Ja, die Straße ist doch kaum breiter als der Wagen mit 2,60 Meter, oder? 2,80 Meter. Na, guck mal. Da ist so rechts und links genug Platz. Und dann sind zwei Mann, die vorgehen und ihn einweisen. Ja. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Das Problem ist eine alte Vorschrift der Unfallkasse, nach der das Rückwärtsfahren schon seit 1979 verboten ist. Wir haben viele Jahre die Vorschrift, dass man Müllfahrzeuge nicht rückwärts fahren darf, vielleicht etwas optimistisch interpretiert, sind dort rein und raus und rückwärts und vorwärts gefahren, stellen nun aber fest, dass das nicht mehr geht. Nee. Es geht eben, wie schon gesagt, nur noch vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ganz recht. Und wem der Weg zum Sammelplatz zu weit ist, für den holt der Entsorger die Tonnen auch ab. Für ein kleines Entgelt, versteht sich. 200 Euro für die Restmülltonne, 200 Euro für die Biotonne und nochmal 100 Euro fürs Altpapier macht 500 Euro im Jahr pro Haushalt. Ich finde das unverschämt, dass Leute, die hier 60 Jahre wohnen, auf einmal, wo sie älter werden, so in dem Fall belastet werden. Ach, was heißt belasten? Das ist der Fortschritt. Da gibt es kein Zurück mehr. Ein Film von Jens Gleisberg und Daniel Sprenger. Gut. Jetzt kann man sagen, egal ob vorwärts oder rückwärts, Müll ist ja auf jeden Fall ein Top-Thema zurzeit. Wir vermüllen ja langsam den ganzen Planeten, besonders das ganze Meer. Haben Sie gelesen, 2050 soll es mehr Müll im Meer geben als Fische? Jetzt wollen die Leute die Plastiktüten abschaffen. Gut, die Fische fressen die Tüten, aber komm, lassen Sie es doch mit der Zeit gehen. Man muss das nur entsprechend kennzeichnen.
Auf dem Fisch steht demnächst drauf, kann Spuren von Aldi und Lidl enthalten. Aber es ist ja auch ein natürlicher Kreislauf. Der Fisch isst das Plastik. Wir essen den Fisch. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir bald beim Arzt sitzen und der sagt, Verstopfung? Das ist keine Verstopfung, das ist ein Bobbycar. Und man muss sagen, der Papst sagt ja schon längst, benutzt keine Tüten. Dann habe ich gemerkt, der meint Kondome. Klar, die brauchen ja keinen in der Kirche. Ministranten können ja nicht schwanger werden. Man muss den Tatsachen ins Auge sehen. Aber wenn es demnächst ein EU-Plastiktütenverbot gibt, es gibt Verzweifelte, die bereits anfangen, aus alten Aldi-Tüten Kondome zu basteln. Die leuchten zwar nicht im Dunkeln, können aber sagen, wir öffnen Kasse 2 für Sie. Und Daniel Sprenger öffnet jetzt für Sie die wundersame Welt der Landschaftsplanung. Das ist nicht einfach nur ein Wander- und Radweg im verregneten St. Augustin. Nein, das ist ein Teil des grünen C. Fürs grüne C wurden Orte und Landschaften miteinander verbunden. Planer Rainer Gless zeigt, was dabei herauskommt. Die Grundform des grünen Cs, also des Landschaftsraumes, der miteinander verbunden wird, ist mit etwas Fantasie, aber ist ein auf den Kopf gedrehtes C. Deutlich zu erkennen. Genau wie der Zweck dieser Gestaltungselemente im grünen C. Wissen Sie, was das ist? Ja, ich gehe mal davon aus, dass es Beton ist. Soweit so richtig. Doch was stellt es wohl dar? Na, eine Idee? So wie es aussieht, eine Bank. Aber natürlich ist das, was hier wie eine Bank aussieht, aus Sicht der Planer ganz sicher... Keine Bank. Nee, auf keinen Fall. Dies ist das sogenannte C-Signet. Es ist ein immer wiederkehrendes Symbol für das grüne C und wird mittlerweile von den Menschen als solches durchaus wahrgenommen. Ach so, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ach so. Nein, das ist für mich Blödsinn. Das ist für mich eine Bank und was soll es sonst sein? Also alle anderen Auslegungen wären also wirklich weit hergeholt, denke ich. Im grünen C gibt es noch mehr Landschaftsmöbel, alle im diskreten, sich perfekt in die Natur einfügenden Waschbeton-Look. Das sind Platzelemente. Platzelemente, die zum Aufenthalten geeignet sein sollen und einladen sollen. Das graue, grüne C mit seinen einladenden Platzelementen kostet natürlich. Die Gesamtsumme beträgt etwa 7 Millionen Euro und die Platzelemente mit allem drum und dran kosten etwa 10% und das macht etwa 670.000, 680.000 Euro. Ja, Schnapper. Enthalten ist ja auch der Höhepunkt des grünen C in St. Augustin. Und dieses Tableau dient letztendlich halt dazu, unmittelbar zur Kante zu gehen und von hier aus den Blick über die ganze Umgebung ein wenig schweifen zu lassen. Und von dieser Station aus hat man eine sehr ausgeprägte Blickbeziehung in Richtung Osten, Südosten. Diese ausgeprägte Blickbeziehung wäre ohne die Plattform nicht möglich gewesen. Zum Vergleich neben dem Podest keine schöne Blickbeziehung. Also ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hätte, das hier müsste man haben und ist ganz toll. Dabei wurde wirklich an alles gedacht beim grünen C. Naja, an fast alles. Das gibt's nicht. Oh weia. Aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, mit einem Bugaboo-Kinderwagen wäre das nicht passiert. Kennen Sie die? Diese Kinderwagen für über 1.000 Euro? In Hamburg-Eppendorf hat die jeder. Ohne Bugaboo kannst du da gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Was sollen die Nachbarn denken? Aber das ist auch wirklich praktisch. Da passt alles rein. Der gesamte Einkauf. Die Sushi-Box Bento 3, der obligatorische Latte und der grüne Brennnessel-Löwenzahn-Smoothie. Was? Wie, wo das Kind darin liegt? Da legt man doch kein Kind rein. Hallo? 1.000 Euro kostet der Wagen. Der ist doch nicht für sabbernde Säuglinge, die alles vollkacken. Hallo, aber selbst der noch so hipste Kinderwagen kann ausgebremst werden, wenn man so will. Ein wirklich menschenfreundlicher Bayer hat eine echte Herausforderung gebaut für Bugaboos und für Bürger. Film Nummer 4 des realen Irrsinns XXL. Kirsti und Lukas auf dem Weg ins Café.
Bisher ging das super auf diesem offiziellen Fußweg. Jetzt nicht mehr. Das ist aber keine Baustelle, oder? Nee. Ich versteh's halt irgendwie nicht so ganz. Also, warum jetzt eine Mauer? Na, weil der Herr Müller sie gebaut hat. Er war so genervt von Mitbürgern, die sich nicht zu benehmen wissen, dass er auf die Barrikaden gegangen ist. Die Mauer habe ich selbst errichtet. Das sind zwei Holzsäulen und daran sind die Bretter festgemacht. Die Mauer ist abgestützt mit Stützen. Abgestützt mit Stützen, ja. Dieses architektonische Meisterwerk lässt seit Dezember hier keinen mehr durch. Absperren ist ein bisschen brutal. Warum muss das jetzt sein? Das ist reinste Notwehr. Die Öffentlichkeit besitzt zwar ein Gehrecht, der Weg verläuft aber über Herrn Müllers Privatgrundstück. Ständig bergeweise Müll. Hier liegt gern Verpackungsmaterial, leere Chipstüten. Tatsächlich, massenweise Abfall. Dosen zwischen den Ästen. Unglaublich. Hier aufgerissene Verpackungen, wo der Inhalt entfernt wurde und dann leer zurückgelassen wurde. Sowas. Herr Müller fordert vom Bürgermeister mehr Engagement. Der sagt, der Weg wird zweimal die Woche sauber gemacht. Also ich bücke mir das mal so, dass das der mit am Abstand intensivst betreute Weg in Oberhaching war. Einfach wieder abreißen lassen kann der Bürgermeister die tolle Barrikade allerdings auch nicht. Die steht ja auf Maximilian Müllers Privatgrundstück. Max, tear down this wall. Du weißt genau, dass die Kinder, die Jugendlichen, dass die älteren Herrschaften schon angewiesen sind auf den Weg und dass das schon eine tolle Abkürzung ist. Und nicht umsonst gibt es ja das Geh- und Fahrtrecht für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. Das ist doch hier kein Thema. Wir sprechen doch nicht hier über wirklich groß wahnsinnige Einschränkungen. Ja. Außer, dass da halt keiner mehr durch kann. Selbst ein Bürgermeister nicht. So stehen bleiben darf der Zaun, aber eh nicht. Naja, zum öffentlichen Straßengrund ist nach der Ortsgestaltungssatzung nur 1,20 Meter erlaubt. Ja, das lasse ich mir nicht gefallen. Dann mache ich halt ein Stacheldraht hin oder was auch immer. Ne? Ich meine, wenn er das haben will, dass hier ein Gefängniszaun ist, dann kann er das schon haben. Dann mache ich solche Spitzen hin, da wird mir was einfallen. Mehr Einsatz kann man für einen irre sauberen Fußweg wirklich nicht bringen. Da kann der Seehofer ja direkt noch was lernen von seinem Landsmann. Eine Obergrenze auch für Spaziergänger. Ja, wenn man nicht freiwillig draußen bleiben will, stellen Sie sich doch mal vor, wenn jeder der 12 Millionen Bayern, oh Gott, 12 Millionen? Okay, wenn jeder der 12 Millionen Bayern auf diesem Weg spazieren gehen würde, das verkraftet der Weg doch gar nicht. Wo kämen wir denn dahin bei aller Nächstenliebe, ganz ehrlich? Deshalb ist der richtige Weg Stacheldraht, Selbstschussanlage. Aus die Maus! In einem anderen wunderschönen Bundesland, in Sachsen, da hat man mit Stacheldraht und Selbstschussanlagen ja Erfahrung. Und die Stadt Dresden will seine Bürger wohl immer noch schützen vor den bösen Einflüssen von außen. Nicht mehr mit einem antiimperialistischen Schutzwall, sondern Daniel Sprenger mit Platz Nummer 3. Neben der Frauenkirche in Dresden baut Michael Kimmerle das Quartier Jüdenhof neu auf. Mit großen Fenstern für den Panoramablick. Weil sich die Stadt Dresden besonders um ihre Bürger sorgt, gibt es strenge Auflagen dafür. Ich muss Fenster einbauen lassen, die nicht öffentlich sind. Deswegen gibt es hier auch nirgends Griffe. Rausgucken ja, aufmachen nein. Ja, aber doch nur zum Schutz der Jüdenhofbewohner. Denn nebenan, im Kulturpalast, kann es schon mal etwas lauter werden. Vor diesem Lärm werden die künftigen Bewohner hier im Jüdenhof zum Glück bewahrt. Festverglasung sei Dank. Das ist das Argument der Stadt. Wir sagen natürlich, jeder gemündige Bürger ist doch in der Lage, wenn es ihm zu laut ist, macht das Fenster zu. Und wenn es ihm nicht zu laut ist, dann lässt das Fenster auf. Nee, sagt die Stadt, so einfach ist es ja nun nicht. Der nach Bundesemissionsschutzgesetz gewährte Schutzstandard steht nicht zur Disposition des Bauherrn oder des Nutzers. Nee, wo kämen wir denn dahin, wenn jeder selbst entscheiden würde, dass es ihm so zu laut ist und er das Fenster dann eigenmächtig schließt?
Außerdem besteht ja nur in diesem 10-Meter-Bereich der strenge Schallschutz. Und der endet hier. Im schützenswerten Bereich darf ich dieses Fenster nicht öffnen, weil ich im 10-Meter-Bereich bin. Und diese beiden Fenster darf ich schon öffnen, weil die außerhalb des 10-Meter-Bereiches ist. Das bedeutet, hier ist es nicht laut, aber hier ist es laut. Deswegen darf ich dieses Fenster nicht öffnen. Im Haus ist auch ein Hotel geplant. Da gilt das Fensteröffnungsverbot nicht ganz so streng. Es ist von der Stadt so vorgesehen, dass das Fenster, wenn der Gast das Zimmer verlassen hat und die Putzfrau ins Zimmer kommt oder die Reinigungskraft, dass die es dann, falls das Fenster schmutzig ist, kurz öffnen darf, reinigen und anschließend wieder schließen muss. Aber es darf kein Griff hin. Was im Hotel mit einem mobilen Griffersatz möglich ist, geht in den Wohnungen natürlich auf keinen Fall. In den Wohnungen ist es so, wenn die Hausfrau oder die Hausherrin sagt, mein Fenster ist schmutzig, muss der Mann schnell eine Hebebühne organisieren und muss dann mit der Hebebühne das Fenster reinigen und danach muss die Hebebühne wieder abtransportiert werden. Das ist kein Spaß. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Nein. Doch. Ja, sie putzen es nicht. Oder man klettert halt ein bisschen. Ist längst nicht so gefährlich wie offene Fenster. Ja, es ist ja furchtbar. In Dresden, muss man ganz ehrlich sagen, in Dresden lassen wir nichts rein. Keine Flüchtlinge, keine Lügenpresse und schon gar keine frische Luft. Nicht nur für Dresdner ist Luftschnappen gefährlich, auch die Berliner müssen aufpassen, wenn sie draußen sind. Denn von den vielen sanierungsbedürftigen Häusern kann schon mal der ein oder andere Stein runterfallen. Für viele Berliner ist das eine ungewohnte Situation, dass da etwas aus der Luft angeflogen kommt und auf dem Boden landet. Berlin wäre natürlich nicht Berlin, wenn es nicht improvisieren könnte, und zwar auf ganz hohem Niveau, auf ganz hohem. Platz Nummer 2, ein Film von Therese Ulrich. Berlin, Hauptstadt der architektonischen Meisterwerke. Auch das Gebäude der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, schön, ganz schön, kaputt. Und damit den Berlinern nichts auf den Kopf fällt, hat das Berliner Immobilienmanagement vorgesorgt. Nein, natürlich nicht mit so einem schäbigen Gerüst, das stört doch den Ausblick der Beamten. Mit einem zweispurigen Luxustunnel für 206.000 Euro. Beeindruckend. Dieser Tunnel hier vor der Stadtentwicklungsverwaltung ist nach unserer Auffassung einfach viel zu aufwendig gebaut worden. Das muss nicht zweispurig sein und auf die Seitenwände hätte man sicherlich auch verzichten können. Also insofern ist das absolute Steuergeldverschwendung. Ach was, aufwendige Provisorien sind das, was Berlin halt gerne baut. Da für die Sanierung im Moment wohl leider kein Geld da ist, wird der Tunnel hier etwas länger stehen. Übersetzt ins Beamtendeutsch heißt das: Die Sanierung beginnt aufgrund der Komplexität des Vorhabens bzw. der auch rechtlich vorgegebenen Planungs- und Vergabefristen nicht vor Anfang 2017. Und damit in dieser Wartezeit keinem langweilig wird, gibt es in dem Tunnel auch noch die Ausstellung Berlin im Jahr 2030. Interessant. Ich bin davon überzeugt, dass hier sowieso nur die Verwaltungsmitarbeiter langkommen und kaum Publikumsverkehr stattfindet. Insofern sind die Ausgaben für diese Ausstellung, denke ich, nur ein Alibi dafür, dass man hier so einen aufwendigen Tunnel gebaut hat. Aufwendig. Also 206.000 Euro sind doch ein Schnäppchen. Brandschutz immerhin inklusive. Hätte man diesen Tunnel einfach von Anfang an nur aus Metall gebaut, dann wäre Brandschutz auch überhaupt gar kein Thema, denn Metall brennt ja nicht. Ja, aber, sagt das Berliner Immobilienmanagement, wenn der Luxustunnel irgendwann nicht mehr gebraucht wird, kann er ja woanders wieder aufgebaut werden. Eine anschließende Nutzung könnte zum Beispiel ein anderes Bauvorhaben oder ein Weiterverkauf sein. Ich glaube nicht, dass man viel von dem Tunnel wiederverwenden kann. Die ganze Verkleidung ist ja angepasst an die Bäume, an das Straßengefälle und an die Kurve. Also insofern ist das hier maßgenau geschnitten und das wird nirgendwo anders passen. Tja, dann baut man halt woanders einen neuen Tunnel für ein paar hunderttausend Euro. Ja, dieser Fußgängertunnel ist typisch für Berlin, kaschieren statt sanieren. Aber dafür hat Berlin einen 1A-Tunnelblick. Nun kommen wir zu dem Gewinnerfilm.
des realen Irrsinns XXL. Ein Tusch bitte! Und wir sind wieder an der Nordsee, wo wir den realen Irrsinn auch begonnen haben. Der Kreis schließt sich also. Ja, das ist schon genial gemacht. Wir sind in Åland, da wo Fuchs und Mensch sich normalerweise gute Nacht sagen. Aber jetzt hat der Mensch da eine Fuchssperre aufgestellt. Wollte den Fuchs austricksen. Aber das ist schwierig, denn Füchse sind bekanntlich sehr schlau. Es sind praktisch die behaarten Delfine des Waldes. Natürlich über eine Fuchssperre nur lachen. Ich frage mich, wäre da eine Sperre für Nordic Walker nicht sinnvoller? Wobei, die werden ja auch immer pfiffiger. Ich kenne ja einen Nordic Walker, der kann so gut Nordic walken, der kann sogar ohne Stöcke. Viel Spaß beim Siegerfilm des realen Irrsinns XXL, ein Klassiker aus dem Jahre 2012 von Therese Ulrich. Auf diesem Damm kann man mit der Lore vom Festland auf die Hallig Åland fahren. Leider können jetzt auch ungebetene Gäste hierher kommen. Fuchsalarm. Das ist wie eine Autobahn für den Fuchs. Er kann hier wunderbar rüberlaufen und drüben auf der Hallig die vielen Brutvögel als Nahrungsgrundlage nutzen. Moment mal. Einfach so über den Damm nach Åland einfallen, das wäre ja noch schöner. Um das zu verhindern, gab es auf halber Strecke eine raffinierte Baumaßnahme. Wir haben hier eine Fuchssperre eingebaut, damit der Fuchs nicht ungehindert zur Hallig Åland laufen kann. In dem Bereich kann er noch gut auf der Teerstraße sich bewegen. Und hier haben wir die Schienen ganz bewusst auf Holzständerwerk gestellt, damit der Fuchs hieran gehindert wird, zur Hallig rüberzulaufen. Wie schlau! Auf 100 Metern Länge nach unten offene Schwellen. Eine aufwendige Konstruktion auf 200 Lärchenstämmen mit Außenschutzwand. Insgesamt hat die Maas diese Sperre in insgesamt knapp 500.000 Euro gekostet. Für 500.000 Euro sind die Vögel auf Åland gut geschützt. Die Halligbewohner können sich freuen. Wir haben hier kaum Füchse auf der Hallig. Das kommt ganz selten mal vor im Jahr, dass sie sich vom Dagebüll hier rüber begeben. Aber wenn doch mal einer kommt, hat der dank Fuchssperre bestimmt keine Chance. Die Fuchssperre ist zu weit draußen. Der Fuchs hat praktisch den halben Weg zur Hallig zurückgelegt. Und wenn er dort draußen ist und es kommt eine Lore von hinten, dann wird er weiterlaufen möglicherweise. Ah, er kann also von Schwelle zu Schwelle springen. Aber alles in allem haben sich die 500.000 Euro bestimmt gelohnt. Der Fuchs könnte auch neben dem Damm laufen. Er weiß auch, wann Ebbe und Flut ist. So ist das nicht, ne? Naja, erstmal in aller Ruhe abwarten. Ja, die Anlage ist doch gerade erst fertig geworden. Also seit 2 Jahren ist diese Fuchssperre fertiggestellt. Und ob diese Fuchssperre nun Wirkung hat, ob das, dass der Fuchs nicht rübergeht, das können wir zurzeit noch nicht genau beurteilen. Deshalb ist noch jetzt für 5 Jahre ein Untersuchungsprogramm angesetzt, ob der Fuchs tatsächlich hier stehen bleibt oder ob er tatsächlich rüberläuft. Bis dahin hat der Bürgermeister für alle Fälle das Warnschild ins Watt gestellt. Jetzt kommt das Medienmagazin.